Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War 3, die Remastered Edition. So, jetzt habe ich erstmal einen Tag Päuschen dazwischen gehabt. Und ja, Samstagmorgen um, wie spät haben wir? 8.27 Uhr geht's weiter. War gerade schon einkaufen und. Alles erledigt, also kann ich mich schön aufs Spielen heute konzentrieren. Mal schauen, wie weit wir heute machen. Vielleicht sogar durchspielen. Hätte ich sogar Bock. Also weder auch, also nicht unbedingt, dass es zu Ende ist, aber schön spielen. Aber wie viele Götter können noch kommen? Hatten wir Hermes hatten wir. Wir hatten Hades. Ich glaube, gegen Hera müssen wir nicht kämpfen. Aphrodite gehe ich mal davon aus, auch nicht. Wen haben wir denn noch? Ach, jetzt kommen ja die Idioten. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Hera und Aphrodite nicht. Gehe ich mal von aus, vielleicht denkt sich Hera ja auch noch, greifen wir mal an. Nemesis Peitschen. Ah, das Clown fand ich nicht so toll, ehrlich gesagt. Dann, weil ich die so toll finde, machen wir die weiter. Und das reicht nicht. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Nope. Und das scheint hier relativ egal zu sein. Das ist denen egal, okay. Ah, okay. Feuer ist etwas besser. Oh, ich kann in der Luft ausweichen. Gegen die ankommen soll, halt gesagt. Wow. Okay, hier bleibt zu. Oder kann ich das nochmal von hier aus öffnen? Nee. Boah, wir kommen davon nicht noch mehr. Zwei waren ja... Also so schlimm ist das Labyrinth nicht. Ich weiß nicht, was Hera da für Probleme hat, ehrlich gesagt.
Der Boden ist mit einem Text geschmückt. Wer den Stein des Hyperion besitzt, kann die wahren Wege der Götter erfahren. Schauen Sie in den Stein und erkennen Sie die Wahrheit. Ah, hä? Wie dumm ist sie denn? Warum hat sie denn das einfach dagelassen? Ach. Okay. Die Augen der Stadt haben sich geschlossen, der Effekt ist verschwunden. Okay, aber ich muss ja auch irgendwie erstmal wissen, wie ich hier rauskomme, oder? Oder hat das hier mit irgendwie auch noch zu tun? Moment, das war das falsch. Trotzdem irgendwie nicht so richtig den Plan, was ich hier machen soll. Okay. Das dauert halt zu lange. Okay, das kann nicht die Lösung sein. Aber was dann? Ich kann das nicht schieben. So mache. Ich brauche irgendein Gewicht, das es unten lässt. Ernsthaft? Ja, na dann ist das natürlich... Ja, das war dämlich. Immer erst umgucken. Bevor man meckert. Lass mal gucken, wohin überhaupt.
Ach, da sehen wir wieder. Kann ich einfach. Okay. Links oder rechts bewegen, Objekt drehen. Ja, das Drehen würde mir jetzt aber auch nicht sonderlich viel helfen. Oder ist hier irgendetwas, was nachher eine Treppe ergeben könnte? Ja, das weiß ich auch nicht. Warum guckt der da hin? Warum guckt die Kamera da hin? Das nervt gerade ein bisschen. Was? Nein, ich war oben. Nein! Hey, das geht nicht. Was ist denn sonst noch hier möglich?
Ich weiß nicht weiter. Keine Ahnung. Wurzeln, die nicht verbrannt werden können, aber was denn sonst? Ich habe vielleicht gedacht, erst Elektrizität, aber dann irgendwie funktioniert ja auch nicht. Ich raff's einfach nicht. Ich kann ja nicht rüber. Alles klar, ich glaube, ich hab's gerade gesehen. Scheint immer noch nicht richtig zu sein. Okay, jetzt kann ich es nicht mal mehr nehmen.
Alles klar. Oh, wirklich? Wie gemein. Wie gemein. Oh, ich war hier fast am Verzweifeln. Du dummer Sterblicher. Du wagst es uns zu trotzen? Glaubst du, du kannst einfach so gehen? Noch sind wir nicht fertig. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss doch gegen Hera kämpfen. Was hast du getan? Was hast du mir angetan? Du Feigling! Du zerstörst alles, was du anfasst! Viel Glück mit deiner kleinen Hure, Pandora! Oh. Das war mal unspektakulär. Lass mich. Werfen kann ich sie nicht, wieso? Nur hinlegen. Ich will dich werfen. Okay, aber sie muss da, glaube ich, liegen, weil sonst... ja, kommt mir auch gar kein Wasser. Ah, warte, ich brauche wieder... Okay, ich habe es kapiert. Bleib mal liegen. Thank you.
Okay, das Wasser ist ja schon da drinnen, ne? Das heißt, es geht nicht mehr raus. Okay, ich glaube, ich brauche noch irgendwas. Ah, Moment, vielleicht kann ich das wieder zurückschieben. Aha! Da kommt jetzt keiner mehr rüber. Trophäe erhalten, eine andere Sicht der Dinge. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.